Süßer die Spiele nie klingen, als zu der Weihnachtszeit. Hallo, liebe Freunde des gepflegten Brettspiels. Und herzlich willkommen zu unserem Glühweinfest hier. Wir fast, schon. Ja. Wo ist der Glühwein? Ja, es klingelt. Unsere Weihnachtsempfehlung dieses Jahr und wieder in Zusammenarbeit mit dem Spieltraum Osnabrück. Jeder von uns fünf sucht dies, hat zwei Spiele dieses Mal für den Weihnachtsbaum herausgesucht. Ja. Fünf, wenn ihr nicht ganz richtig zählen könnt. Wir sind erstmal nur drei, aber dann kommen ja noch zwei. Richtig. Ne? Vielleicht tauchen sie irgendwo auf. Ihr müsst sie finden. Genau. Genau. Suchspiele. Sucht den fünften Suchspiel. Sucht die Sophies. Ja. Jeder von uns hat ein Familienspiel mit dabei und ein Spiel aus dem Bereich Kenner- oder Expertenspiel. Mhm. Ja. Ja. Dann würde ich sagen, einer von uns fängt an und dann schalten wir erstmal in dein Weihnachtsfunkhaus. Ja, ich fange mal einmal an. Einmal. Ja, also ihr kennt mich, Splendor, spiele ich splendend gerne. Nein, wirklich, diese Haptik von den geilen Edelsteinen, die Pokerchips, die da richtig schön, man nimmt sich die Karten und es kommt noch, wenn ihr das öfter mal gespielt habt, kann ja sein, dass es manchem vielleicht langweilig wird, dafür gibt es aber Erweiterungen, aber nichtsdestotrotz, das ist das Grundspiel. Ich glaube, es war auch eines der ersten Spiele, was mir so bewusst geworden ist, wo man wirklich sehr hochwertiges Material in ein ganz normales Handelsexemplar gepackt hat. Ja. Weil Pokerchips in der Stärke eher ungewöhnlich waren. Und ansonsten gibt es ja noch Marvel Splendor und Splendor Duel. Oder Duel? Nee, doch, Duel. Splendor Duel, ja. Also genau. Da kann man sich dann aussuchen, aber das ist das Original sozusagen. Genau. Ja, immer eine gute Wahl und ich glaube auch sehr, sehr häufig gespielt und bei dir sieht man es ja wirklich an, viel gespielt und transportiert. Ja, und jeder kennt alle Adligen auswendig. Das ist gut. Vor allem aus der Erweiterung kommen noch ein paar andere Adligen dazu. Mit Namen, Zunamen und mit Adelsstand. Ja, genau. Ja, vor allen Dingen, meine Frau weiß auch noch, wann die ganzen Frauen gestorben sind, dann durch wen und durch was. Ach du meine Güte, okay, gut informiert. Ja. Nicht schlecht, okay. Ja, schön. Und was gibt's für die Kenner und Experten da draußen? Soll ich das auch gleich sagen? Ja, okay. Georg macht gleich den ganzen Ich hab gleich... Da habe ich das auch ein Familienspiel für die Expertenfamilie mitgebracht, quasi. Verkehrt. Eigentlich wollte ich sagen, ich habe ein Buch mitgebracht euch. Das seht ihr mit dem Buchrücken. Aber es ist Agra. Das ist ganz schön schwer. Beim Transportieren Schwierigkeiten gehabt. Aber ja, da seid ihr dann natürlich in Indien und müsst ein bisschen was an dem kaiserlichen Palast abgeben. Und es ist eigentlich richtig geil, wie da die Mechanismen ineinander greifen. Es ist meines Erachtens ist das ein Expertenspiel. Ja. Ich würde es sofort spielen. Michael Menzel sehe ich da und wenn man hinten drauf schaut, denkt man, wow, okay. Das ist Menzel. Ja, ich bin auch noch nie dazu gekommen, es mitzuspielen. Georg musste uns vorsetzen. Ja. Jawohl. Genau. Ja, da haben wir ja schon mal direkt die Wunschliste für nächstes Jahr, Such die intern, geklärt. Genau, ja. Apropos Such die intern, ich würde sagen, wir schalten mal in das Funkhaus München. Flo, bist du da? Wenn ihr das nächste Mal wieder Bock habt, einen Dungeon leer zu räumen, dafür aber keine 2 Stunden Zeit habt, dann habe ich mit 5-Minute Dungeon genau das Richtige für euch. Das dauert tatsächlich immer ziemlich genau 5 Minuten, es sei denn, der Zauberer hält mal wieder die Zeit an, damit ihr euch eine kleine Verschnaufpause gönnen könnt. In 5-Minute Dungeon arbeitet ihr euch durch einen ganzen Stapel mit Dungeon-Räumen durch. Da trefft ihr dann auch so lustige Sachen wie einen unbequemen Stuhl oder auch ein Wehwehchen. Und ihr seht schon, das ist zum Beispiel eine eigene Karte, da passiert dann aller möglicher Schabernack, ihr müsst Karten abwerfen, ihr müsst Karten tauschen. Und bei solchen Karten müsst ihr verschiedene Symbole ablegen. Dafür hat jeder Held einen ganzen Stapel mit Karten und da sind eben diese Symbole drin, aber auch für jeden Helden natürlich ein paar Sonderfähigkeiten, wie zum Beispiel, dass der Zauberer die Zeit anhalten kann. Ihr sucht euch am Anfang des Levels einen Oberbösewicht aus, das geht vom Baby-Barbaren bis zum berüchtigten Dungeon-Overlord. Und der wird natürlich immer schwieriger, das heißt, es kommen einfach mehr Karten, durch die ihr durchspielen müsst.
Jeder greift sich einen der Helden, die haben immer eine kleine Spezialfähigkeit und den passenden Stapel mit Karten. Die werden gemischt. Dann hat man beispielhaft, natürlich sind es jetzt nicht so viele, einen Stapel mit diesen Karten, die ihr besiegen müsst, überwinden müsst. Dann zieht ihr eine Karte und jetzt dürft ihr von euren Handkarten, je nachdem wie viele Spieler mitspielen, hat man dann auch unterschiedlich viele, dürft ihr einfach Karten ausspielen. Und ihr müsst immer so viele Symbole ablegen, wie auf der Karte abgebildet ist. Ja, das hört sich ja jetzt schon mal ziemlich leicht an. Das Problem ist nur, ihr habt dafür 5 Minuten Zeit. Das heißt, zur richtigen Abstimmung bleibt eigentlich meistens nicht genug Zeit. Und so ballert ihr jetzt einfach Karten rein und alle Karten, die ausgespielt sind, sind natürlich auch verloren. Das heißt, es kommt relativ oft vor, dass ihr einfach zu viele Karten ausspielt. Das Spiel ist verloren, sobald ihr nicht mehr weiterkommt, das heißt nicht mehr genug Karten habt, um die nächste Karte zu besiegen. Und dann habt ihr halt verloren. Und sammelt wieder alles ein, mischt wieder neu, baut einen neuen Dungeon auf und versucht es einfach nochmal. Alles in allem ein ziemlich rasantes Familienspiel von 2 bis 5 Personen und jedes Level dauert 5 Minuten. Deutlich länger als 5 Minuten braucht ihr für meinen heutigen Kennerspieltipp, und zwar The Great Wall von Awakened Realms. Die machen ja sonst immer sehr storylastige Spiele, wie zum Beispiel Tainted Grail oder ISS Vanguard, aber mit Great Wall haben sie ein sehr Euro-lastiges Spiel. Es gibt keine Würfel, es ist alles ziemlich vorhersehbar und durchdenkbar, wie man denn am besten die chinesische Mauer gegen die einrückenden Hunnen verteidigen kann. Schön an Great Wall ist, dass man es sowohl gegeneinander als auch miteinander spielen kann. Wenn man es gegeneinander spielt, dann kommt es natürlich darauf an, wer die größte Ehre anhäuft. Das heißt, am meisten an der Mauer mitbaut, am meisten Hunnen besiegt und auch am meisten zu diesem Sieg beiträgt. Beim kooperativen Modus muss man, neben dem man die Mauer verteidigt, auch noch die Wünsche des Kaisers erfüllen. Und dafür muss man dann zum Beispiel Ressourcen abgeben oder Krieger opfern, also ihm quasi in seine Leibgarde schicken. Das für mich Spannendste an Great Wall ist, dass es hier sehr auf Timing ankommt. Wann setze ich meine Aktionskarten am besten ein? Wann schicke ich meine Schreiber in die verschiedenen Gebäude, um da ihre Aufträge zu erfüllen? Wann schicke ich meine Krieger auf die Mauer, um vielleicht nochmal den letzten Schaden an einer Hunnenhorde zu machen, dass ich irgendeinen Bonus bekomme? Jeder spielt in Great Wall einen General. Man hat am Anfang 2 zur Auswahl. Die haben immer eine Fähigkeit, die man nutzen kann. Außerdem gibt es noch Berater, die man zusätzlich zum General bekommt. Die unterstützen zum einen den General, machen also seine Fähigkeit stärker. Oder die Berater kann man auch nochmal als zusätzliche Fähigkeiten nutzen. Also hat man da auch immer nochmal eine Entscheidung. Je mehr Berater man hat, desto mehr kostet es einen natürlich auch, aber desto mächtiger wird man. Die Schreiber schickt man, wie gesagt, in die verschiedenen Gebäude. Da gibt es einen Worker Placement Part. Und es gibt Gebäude, die werden aktiv, sobald alle Slots belegt sind. Also je nachdem, was das für ein Gebäude ist, gibt es 3 bis 6, 7 Slots. Und sobald alle Slots belegt sind, triggert dieses Gebäude und man bekommt Steine, Holz, Gold oder auch Chi. Chi braucht man zum Beispiel, um seine Krieger zu retten, weil die Horden sind natürlich wahnsinnig wild und wenn man sie besiegt hat, dann nehmen sie auch noch einige deiner Krieger mit in den Tod, es sei denn, das Chi ist ihnen gewogen. Die anderen Ressourcen braucht man hauptsächlich zum Truppen ausheben und natürlich, um die Mauer weiter auszubauen. Je höher die Mauer wird, desto besser verteidigt man sich natürlich gegen die anrückenden Hunnen. Sollte man das nämlich einmal nicht schaffen, die Mauer hoch genug zu bauen bzw. genug Hunnen zu besiegen, dann wird der Mauerabschnitt überrannt und man verliert Krieger und natürlich auch Ruhm und Ehre. Also man bekommt Schandmarker. Ja, und natürlich sind Schandmarker nicht sehr zweckdienlich für euren Ruhm. Und das ist genau euer Ziel. Ihr spielt diesmal nicht um Siegpunkte, sondern um den Ruhm. Aber im Endeffekt ist es ja genau das Gleiche. Ich habe es vor kurzem jetzt auch nochmal kooperativ gespielt und zwar haben wir zu viert gespielt und hatten tatsächlich auch recht lang gebraucht. Mit nochmal kurz am Anfang ein bisschen über die Regeln gehen, wobei ich da auch sagen muss, die Regeln sind sehr gut geschrieben und schön strukturiert, haben wir tatsächlich 3,5 bis 4 Stunden gebraucht für dieses Spiel, haben aber dann am Schluss tatsächlich auch gewonnen. Competitive, finde ich, spielt sich natürlich nochmal. Ja, man ist halt nicht so rücksichtsvoll und man versucht natürlich die anderen zu überflügeln, aber ich finde, es funktioniert sowohl kooperativ als auch kompetitiv, wobei es kooperativ vielleicht ein kleines bisschen zu leicht ist. Würde mich mal interessieren, wenn von euch da draußen das schon jemand gespielt hat, findet ihr es auch zu leicht oder sagt ihr euch, Flo, ihr hattet wahrscheinlich einfach nur Glück?
Wenn es dieses Jahr für Weihnachten also ein bisschen was Größeres sein soll, dann kann ich euch nur The Great Wall ans Herz legen. Von 1 bis 4 Spielern von Awakened Realms, gespielt in 3 Stunden, vielleicht ein bisschen mehr. Ja, zurück wieder hierher, zurück, genau, ja. Hier wieder in unser Funkhaus und ja, der Weihnachtsmann funkt, soll ich weitermachen, ja? Möchtest du weitermachen? Vielleicht, ja, dann machst du die Mitte, die goldene Mitte. Ach so, okay. Dann bist du umzingelt von guten Spielen und dann kommen deine noch dazu. Also, ja, genau. Bei mir geht's ab. Dann kommen deine schlechten dazu. Ja, ja, genau, die schlechten. Sind die schlecht? Das wissen wir nicht, ja. Nein, natürlich nicht. Ja, meistens findet man in der Galaxie auch den Weihnachtsmann vielleicht. Aber hier sind wir als Galaxy Trucker unterwegs und versuchen hier in einem Geschicklichkeitsspiel, Galaxy Trucker, die Christmas Edition. Wir müssen Santas Schlitten zusammenbauen. Das sieht ja schon so Christmas Edition mäßig aus, weil die Farben haben sich in der Second Edition schon sehr geändert, auch die Größe. Ja, ja, ich wollte sagen, ist das Galaxy Trucker das Würfelspiel? Das ist so ähnlich. Ja, das ist die zweite Edition ohne Würfelspiel quasi. Okay, nee. Wobei doch, Würfel sind dabei, weil man muss ja sehen, wo die Meteoriten und so einschlagen oder Angriffe herkommen. Ne? Es geht darum, euer Raumschiff zu bauen. Ne? Erstmal in Echtzeit, das heißt hier, zack, Dings zusammenbauen und am Schluss fliegt man dann durch die Gegend und kriegt es mit allerhand Piraten und sonstigem zu tun, muss natürlich auch Cargo sammeln etc. Ein sehr lustiges Spiel, das auch in der zweiten Edition ein bisschen abgeändert wurde, ein bisschen gestreamliner, was natürlich für ein Familienspiel super passt. Ne? Aber man muss halt so ein bisschen diese Hektik mögen, wobei man das auch dezent spielen kann. Wenn es dann nicht einen Fiesen gibt, der da die Sanduhr umdreht. Ne? Also, ja... Das mal Galaxy Trucker zum einen und... Immer eine gute Wahl, ja. Ja, ich will mich ja nicht im Kreis bewegen, aber The Loop ist tatsächlich bei mir die Empfehlung. Zeitreisen, ne, das ist ja immer so ein Ding, was ich gerne mag. Wobei, hier geht es darum, dass man den Dr. Fu, ja, der möchte die ganzen Zeitepochen zerstören. Und da ist natürlich Taktik angesagt, indem man sich bewegt. Und die, wie hießen sie denn, die, Duplikate, jetzt habe ich es, genau. Flieg doch nochmal in der Zeit zurück. Ich fliege in meiner Zeit, Duplikate heißen sie. Die möchte man natürlich zerstören, denn je mehr Duplikate da liegen, kommen auch jede Runde viel mehr Gefahren rein, die dann halt diese Zeitepochen zerstören können. Und das wollen wir nicht, weil wir wollen ja Aufgaben erfüllen. Und wenn zu viele Epochen kaputt sind, dann hat man das Spiel verloren. Das ist nur eine von 20.000 Bedingungen, wie man ein kooperatives Spiel verliert. Also sehr schräge Optik. Mhm. Es gibt schon 2 Erweiterungen und da kommen bestimmt auch noch mehr. Es spielt sich sehr cool und auch sehr knifflig. Bei mir, okay, ich kann das machen, dann geht doch nicht. Dann mache ich das, gehe ich da wieder zurück. Ah, nein, Moment. Ah, guck mal, du kannst auch da. Ja, ich kann das noch machen, das noch machen, das noch. Trigger Loop, noch Trigger Loop. Also ein Dennis-Spiel. Es ist ein Dennis-Spiel, ja. Aber ein kooperatives Dennis-Spiel, dann ist es nicht so schlimm. Ja, das genau. Meine 2 Empfehlungen. Das heißt, wir anderen beiden können daneben sitzen. Genau, ja. Ihr müsst ihr mitmachen. Dann müsst ihr helfen. Dann würde ich fast vorschlagen, wir reisen mal kurz in der Zeit und schauen wir mal, ob wir bei Rüdiger im Wohnzimmer einen kurzen Zwischenhalt einlegen können. Rüdiger? Meine Empfehlung für ein kleines, aber feines Familienspiel für dieses Weihnachtsfest ist das sehr schöne My Gold Mine von Cosmos aus der Open and Play Sammlung. Das ist ein sehr schönes Push-Your-Luck-Spiel, bei dem man einen Zwerg durch eine Mine bewegt, um dort möglichst viel Gold zu finden, bevor der böse Drache die ganze Mine in Schutt und Asche gelegt hat. Das Spiel hat den Vorteil, es macht Spaß, es geht schnell und es ist vor allen Dingen sehr schnell erklärt und eignet sich daher als Geschenk auch sehr schön für Familien, die vielleicht sonst nicht so viel spielen und die deswegen nicht viel Regeln und nicht viel Sitzfleisch haben, was Spiele angeht. Das ist wirklich ein sehr schönes Spiel, was wir jetzt schon in diversen Besetzungen mit viel Freude gespielt haben. Oft gleich 2 hintereinander, weil es sehr schnell geht und es einfach immer wieder spannend ist und das Risiko immer lockt. Einfach eine schöne Sache. Wenn es denn so ist, dass unter dem Weihnachtsbaum etwas liegen soll, was schon etwas für Kenner ist, dann empfehle ich das wirklich fantastische Spiel Great Western Trail. Das habe ich nicht im Original und das liegt daran, dass das auf meiner eigenen Empfehlungsliste steht, die ich meiner Frau für Weihnachten gegeben habe. Also ich hoffe sehr, dass das demnächst in meiner Sammlung sein wird, aber ich habe es jetzt dieses Jahr wirklich recht oft gespielt und bin sehr begeistert davon. Aber ihr werdet sagen, Moment, Great Western Trail, dieses fantastische Spiel um Kühe, Züge, Gebäude
und umherlaufende Cowboys, das habe ich doch schon längst. Ja, ja, aber habt ihr denn auch schon die Erweiterung Rails to the North, die das Spiel noch etwas variantenreicher macht und etwas mehr Strategien ermöglicht und manche Strategien etwas besser ermöglicht? Werdet ihr sagen, ja klar, habe ich die Erweiterung, ich spiele das doch nicht ohne die Erweiterung. Dann könntet ihr natürlich noch Great Western Trail Argentinien euch zulegen. Mit dem kleinen Manko, dass da dann unter dem Weihnachtsbaum vielleicht nur ein Gutschein liegt, weil das gerade aktuell gerade nicht lieferbar ist. Aber das wird es wohl so ab Januar wieder sein. Das wäre also die Wartezeit dann auch nicht mehr allzu lange. All diese drei Spiele sind fantastisch gut. Also das Argentinien habe ich selber noch nicht gespielt, aber alles, was ich darüber gelesen gehört habe, hat mich sehr interessiert. Deswegen bei mir wird wohl, Klopf auf Holz, der Gutschein unter dem Weihnachtsbaum liegen für das Argentinien. Und wenn ich das normale spielen will, nehme ich das vom Georg zum Beispiel. Ja, auf jeden Fall ist es ein fantastisches Spiel, was schon etwas Einarbeitung erfordert. Also ich sehe das ein bisschen zwischen Kenner- und Expertenspiel. Also es ist jetzt keins von den ganz komplexen, aber ein bisschen nachdenken muss man schon, bevor man es durchdrungen hat, was alles geht bei dem Spiel und worauf man alles achten muss. Es lohnt sich aber auf jeden Fall, diese Zeit zu investieren, denn das Spiel ist zum einen jedes Mal anders durch die verschiedenen Gebäude, durch die Arbeiter, die anders kommen, durch die Banditen, die mal mehr oder weniger sind, durch die Hindernisse, die mal mehr und mal weniger sind und dadurch die Wege verändern. Und es ist vor allem jedes Mal ein großes Erfolgsgefühl, wenn man so sieht, wie so jeder Runde, die der Cowboy wieder seinen Weg macht über den Spielplan, wie es besser läuft, wie ich bessere Gebäude habe, wie ich bessere Kühe habe oder mehr Kühe und wie sich das alles entwickelt und mein Zug fährt immer weiter vor und ich kann mehr machen und das ist einfach so, hat so einen schönen Aufbaumechanismus, der im Englischen würde man sagen rewarding ist, mir fällt gerade kein gutes deutsches Wort dafür ein. Also wirklich ein fantastisches Spiel, was ich sehr spät entdeckt habe, was deswegen viele schon kennen, aber eben, es gibt inzwischen da diverse Varianten, um das auch noch neu zu beleben, dieses Spiel. Und daher ist das meine Kenner-Experten-Empfehlung für dieses Weihnachtsfest. Wieder zurück. Ja, danke Rüdiger, das war eine super Empfehlung. Klasse. Ja, bestimmt. Ja, gut. Ja, dann Benni, was hast du dabei? Ja, ich habe hier ein paar Funfacts dabei. Okay, erzähl mal von den Funfacts. Ja, ein kooperatives Partyspiel, wobei ich Partyspiel gerne durch Gruppenspiel ersetzen würde. Ja, es hat Party-Anleihen, aber ich finde, es ist nicht eines dieser Klamauk-Spiele. Mhm. Für mich ist ein gutes Partyspiel, in Anführungszeichen, immer ein Spiel, bei dem es irgendwie was zu erkunden, irgendwas herauszufinden gilt. Und wenn es nur über die Mitspieler ist. So ist es bei Fun Facts, indem wir Fragen im Geheimen beantworten und uns in der Gruppe einsortieren müssen. Zum Beispiel, wann klingelt für gewöhnlich morgens dein Wecker? Jeder schreibt jetzt eine Uhrzeit drauf. Der Erste legt sein Blättchen in die Mitte und dann reihum muss sich jeder an die richtige Position schieben, verdeckt, wo er denn denkt, er wäre richtig. Und dann kann sich der Erste nochmal verschieben. Dann kann sich der Erste verschieben, dann wird umgedreht und wir schauen, wie viele Punkte wir machen. Das Ganze geht von 4 bis 8 Spielern. Ich habe es inzwischen in jeder Spielerzahl durch, teilweise mehrfach gespielt, in, glaube ich, 6 oder 7 verschiedenen Konstellationen inzwischen, egal ob familiär, mit Spielern, mit Gelegenheitsspielern, jedes Mal super, super gut angekommen. Du und weißt man jetzt, lernt, wann bei jedem der Wecker klingt. So etwa. Man erfährt tatsächlich auch noch etwas über Freunde, die man schon seit 10 Jahren oder länger kennt, wo man denkt, okay, das wusste ich jetzt auch nicht. Oder wisst ihr von eurem Freundeskreis, in welche Zeit sie unbedingt mal reisen möchten? Vielleicht in die Vergangenheit. Oder in die Zukunft. Welches Jahr wäre es bei euch? Schreibt doch gerne mal in die Kommentare. Oder in die Gegenwart. Dennis hatte ja schon die Zeitreise. Oder ins Mittelalter. Ich würde in die Renaissance reisen. Ja, natürlich. Und zwar nach Tiletum. Aha. Und dort würde ich mit Simone Luciani und Daniele Taschini unbedingt eine Runde das gleichnamige Spiel von Giant Rock spielen. Ein Expertenkracher, den wir ja gerade erst frisch zusammen auch gespielt haben und in vollen Zügen genossen haben. Ha. Ja. Es wirkt von den Regeln erstmal relativ simpel, relativ überschaubar, bis man dann anfängt zu spielen und dann feststellt, die doch simplen Aktionen bieten zusammen mit den Nebenaktionen, mit den Bonusblättchen, mit den Verstärkungsaktionen plötzlich ein Sammelsurium an guten Möglichkeiten, die man ausschöpfen möchte, um möglichst viele Punkte zu machen.
Positiv ist direkt, dass eine hohe Varianz mit drin ist. Seien es die Städte, die für die Messen gewertet werden, die Bedingungen, die nach den vier Runden jeweils Siegpunkte bringen, das Aktionsauswahlrad, das beliebig modifiziert werden kann, die Bonusplättchen, die man gerne haben möchte. So ist immer wieder Abwechslung drin und es fühlt sich jedes Mal ein bisschen anders an und genau das ist eigentlich das, was für mich ein Expertenspiel ausmacht, dass man erstmal reinsteigen muss und trotzdem jedes Mal irgendwo was Neues entdecken kann und verschiedene Möglichkeiten hat, das heißt auf Aufträge, auf Kathedralen oder einfach auf Verbreitung auf der Map zu spielen, um so am Schluss vielleicht nochmal 36 Punkte rauszuschütteln. Ja, also einfach ist es nicht, deswegen, ne? Kein Familienspiel. Richtig, genau. Und nicht mit Oma Erna spielen. Das könnte schief gehen. Wenn die versiert ist. Ja, das war es soweit von unseren Empfehlungen. Ja. Und dann würde uns natürlich interessieren, was sind denn eure Weihnachtsempfehlungen? Schreibt es uns gerne mal in die Kommentare. Ja, würde ich sagen. Ja, oder auch Weihnachtsgrüße könnt ihr auch in die Kommentare schreiben. Das finden wir auch schön. Ja, und denkt dran, bei eurer Bestellung auf spieltraum-shop.de Brettspiel sucht dies eingeben, dann weiß der liebe Andy, dass ihr auf unsere Empfehlung gekommen seid. Und jetzt bleibt uns eigentlich nichts übrig, als euch eine schöne Vorweihnachtszeit zu wünschen, eine schöne besinnliche Weihnachtstage. Spielt was Schönes im Kreise eurer Liebsten. Macht's gut und schlaft euch gut aus. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.